Hallo Welt, da essen wir wieder Beeren und keine giftigen diesmal. Ja, wir sind wieder im Wald, wie man sieht mitten im Wald, naja. Ja, die ganze Insel ist halt bewaldet, deswegen passt das schon mit dem Wald. Ja, wie schön hier mit den Büschen, dass wir da unterwegs immer noch ein bisschen was zu essen haben. Natürlich durch unsere Seilbahnkonstruktionen haben wir einen riesigen, riesigen Umweg. Und nochmal, warum haben wir ausgerechnet an einer Kannibalenstraße unser Lager aufgebaut? Naja, so haben wir den Feind immer in Sicht. Ja. Ich habe jetzt hier keinen Hasen, Waschbären oder was auch immer gefunden. Also, da scheint nichts zu sein. Und viele Stöcke gibt es jetzt auch nicht auf dem Weg, wie man gesehen hat. Ja. Wir haben beim letzten Mal schon alles eingesammelt. Der Hase, ja, der wäre nicht schlecht, aber der läuft jetzt zu weit. Zu schnell, zu weit. Oder kann man ihn noch sehen? Da ist er. So gibt das nichts. Ich glaube, das hat sich doch an. Ja. Ich hätte geglaubt, wir haben die falsche Entfernung. Mal gucken, ob wir unsere Pfeile noch wieder bekommen. Naja, wenigstens ein paar. Das reicht. Ich weiß, das war es jetzt nicht unbedingt. Zwei Blätter. Ja, und hier dachte ich, gibt es so viele Tiere. Buntwarane, Hasen, die ganze Wiese ist voll damit. Aber jedes Mal, wenn wir hier sind, dann sehen wir gar nichts. Na, Stöcke en masse gibt es hier. Die beste Stockgegend scheinbar. Ach, wir haben ein Seil. Ja, aber das sollte dann doch erstmal woanders. Ach, egal. Nein, wir haben kein Seil. Eins ist schon dran. Ein Seil von 6 Seilen. Ja, ich denke mal, einen Schildkrötenpanzer können wir wenigstens noch mitbringen von hier.
Oh. Irgendwann erwischt uns hier der weiße Hai. Na, wo ist... Ja, die Sonne geht unter. Das heißt, wir können ruhig auf der Insel bleiben hier. Und am nächsten Tag geht es dann zurück. Das finde ich gut. Steine sammeln, die wehren sich wenigstens nicht. Und die sind auch nicht so schnell. Ups. Doch interessant wäre es auch, wenn es noch Muscheln gäbe hier. Ja, ich glaube, die gibt es schon, aber nicht an dieser Stelle unbedingt. Und Moment mal, wir sollten noch etwas anderes bauen. Haben wir Wasser hier drin? Hier ist auch nie Wasser drin. Wie kommt das denn? Wir sollten uns ein ordentliches Bett vielleicht bauen. Denn das mit diesem provisorischen Unterschlupf, das war ja mal gar nichts. Oh. Der Hase ist roh und frisch, essbar. Das Fleisch war doch alles noch gut. Na, schwer zu sagen. Jetzt haben wir das getrocknete Fleisch drin. Hunger haben wir aber gar nicht mehr. Ja, mit dem Bett. Da brauchen wir aber Hasenfelle. 4 Stück. Wie viele haben wir? Hasenfell, 1 haben wir. Oder waren das Rehfelle sogar? Nein, ich glaube Hasenfelle. Wir gucken sofort mal. Ein kleines Bett. Ein Seil brauchen wir auch noch dafür. Na, das wird ja was. Und 4-mal Hasenfell. Sollten wir schon bekommen. Das müsste eigentlich klappen. So, schön in der Nähe des Feuers aufbauen. Aber auch nicht direkt aufs Feuer stellen. Ja, dumm gelaufen. Das werden wir ja noch nicht benutzen können jetzt. Was machen wir denn dann die ganze Nacht? Setzen können wir uns hier auch nirgends? Wir werden ganz schön erschöpft diesmal sein. Oder sollen wir uns doch noch so ein provisorisches bauen? Naja, das wäre besser als nichts. Die Nacht ist lang.
Oh, das war's. Federn, wir können uns ja ein Bett aus Möwen bauen vielleicht. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn schon wieder. Naja, gut, die Steine kann man ja auch nachts sammeln. Wie man sieht, sieht man die Steine wenigstens. Ja, das wär's, wenn es hier jetzt auf einmal noch Salzwasserkrokodile gäbe. Aber ich glaube, so etwas wie Salzwasserkrokodile gibt es zum Glück gar nicht. Ja, was können hier andere gefährliche Tiere hier noch auf die Insel kommen? Zum Beispiel Krebse. Oh oh, die ganze Nacht sollen wir hier verbringen. Ja. Ja, wo ist denn unser Mut geblieben? So, früher wären wir, ach egal, da wären wir noch in der Nacht losgezogen, nach Hause gegangen. Und heute? Naja, die Zeiten ändern sich. Wir werden ruhiger so langsam, ich merke das schon. Och, das Provisorische, wie viel braucht das denn? Naja, Blätter sind egal, aber 14 Stücke, da bin ich eigentlich gar nicht bereit, das zu machen. Ja, aber nochmal, was sollen wir denn sonst machen? Ich möchte ja schon mal die ganze Nacht hier auf der Insel verbringen und gucken, was passiert so. Was hier so vorbeikommt und so, das interessiert mich ja dann schon. Ja, ja, ein weiteres Trockengestell noch. Aber das wird doch sowieso alles schlecht. Ja, aber besser. Es ist etwas dunkel, aber noch genießbar. Und sehr salzig dann wahrscheinlich. Wir bekommen immer richtig Durst, wenn wir das da so essen. Aber besser als es wegzuwerfen, meine ich, das Fleisch. Rohes Fleisch, essbares Fleisch und getrocknetes. Moment. Essbar, getrocknet. Wie machen wir das denn? Wir hängen alles hin und nehmen uns dann nachher das, was fertig ist. Eins davon ist dunkel. Also fertig. Ja, passt doch. Ja, was können wir denn sonst so Schönes machen? Ich würde mir eine Trommel bauen. Das Lagerfeuer anmachen und dann so ein bisschen trommeln. Dann würden die Augen kriegen, die Kannibalen. Musik haben sie doch sicherlich noch nicht gehört. Oh, das wär's. Wenn es auch noch Kannibalenmusik gäbe, so Schlachtmusik, so. Naja, dafür haben sie ihre Frauen, die kreischen. Oh, die können aber auch ganz gut kreischen, die Kannibalen. Keine Chance, wir müssen hier bleiben. Ach, ich überlege, ob wir nicht doch, wie sieht denn das aus, ob wir nicht doch hier am Strand entlang bis zur Yacht kommen? Haben wir eigentlich sowas wie eine Karte? Was passiert, wenn wir M drücken? Aha. Weiß ich nicht. Okay, den Kessel erkenne ich ja noch auf der Karte. Warum sind einige... Eingekreuzt, eingekringelt, meine ich. Und warum, ja okay, die Löcher mit den Pfeilen, das könnte ich noch verstehen, das sind Höhlen. Ja, aber sonst erkennt man doch gar nichts hier auf der Karte. Na, also bitte, da hätte ich ja eine bessere Karte malen können. Oder muss man das erstmal irgendwie... alles freilegen, aber bei Nacht wahrscheinlich nicht. Wenn, dann bei guter Sicht.
Ich wüsste jetzt nicht, ich sehe rechts unten, sehe ich zum Beispiel diesen roten Pin. Das könnte doch eigentlich nur der Pin sein, der sagt, da sind wir jetzt gerade. Würde auch von der Entfernung und so weiter, würde das durchaus passen. So, wenn das mit den Pfeilen dran, wenn das Höhlen sind, ja, dann müsste die Höhle, die oben zu sehen ist, auf der Karte rechts oben, das müsste unsere Vorratshöhle sein. Dann wäre hier aber, glaube ich, ganz in der Nähe, rechts unten, auch ein Dorf mit einer Höhle, in einer Hütte, wie es aussieht. Und gleich links, von uns aus gesehen, links daneben, ebenfalls ein Dorf mit einer Hütte in der Nähe. Ja, und die Dörfer sind irgendwie teilweise umzingelt, eingekreist so. Aber Moment mal, wenn wir da oben gebaut haben, wenn das also rechts oben der Pfeil, wenn das unsere Stelle ist, das kann ja gar nicht sein. Wo ist denn da in der Nähe? Ach so, Moment, ja doch. Sonst hätte ich gesagt, wo ist denn da in der Nähe, bitteschön, ein Dorf? Das wird das gegenüberliegend vom Fluss, das könnte das sein. Wir müssen am nächsten Tag mal ausprobieren, die Karte in die Hand zu nehmen. Vielleicht können wir ja doch etwas detailreicher hier was einzeichnen, wenn das Wetter besser ist. Mal ausprobieren. So bringt die jetzt nicht gerade sehr viel, wie ich finde. Ach, eigentlich vom Wetter her geht das doch. Wir könnten sogar rübergehen. Werden wir irgendwann eines Tages vielleicht sogar machen können. Aber dann brauchen wir mehr Totenköpfe. Dafür müssen wir wiederum Totems zerstören. Denn ich möchte mich nicht unbedingt mit den Kannibalen anlegen, wenn es sich vermeiden lässt. Na ja, gut, wir haben jetzt die Giftpfeile. Und es geht uns im Allgemeinen schon sehr viel besser. Na, für die Mauer brauchen wir auch noch so viele Steine. 74! Ob die Mauer dann überhaupt reicht? Hauptsache, wir verlieren jetzt in der Nacht nicht allzu viel Gesundheit, damit wir auch schnell wieder zurück können. So, Seile brauchen wir 10 nur noch. Das ist ja nicht so viel. Also das heißt, da werden wir bald schon anfangen können, eine bessere Seilbahn vielleicht zu bauen. Das war irgendwie, wir sind so außen rum gegangen. Und wenn, dann bräuchten wir noch eine Seilbahn, wenigstens die Richtung Wildschweinplatz führt, damit wir da auch immer jagen können. Und auch wieder zurück. Also direkt zu unserem Lager hin. Und eine... Oh, jetzt wird's kalt, na gut. Und eine größere Seilbahn, die uns dann, ja, vielleicht direkt hier sogar hinbringt. Na, was kann denn hier rein? Getrocknet? Getrocknet. Das ist doch beides gut. Ich bin dafür, dass wir uns die Echse für den nächsten Tag aufsparen und wir das getrocknete Fleisch vielleicht sofort jetzt essen. Ach, das ist immer schnell. Mit dem Verdursten, das geht schnell. Beim Verhungern kann man ja noch sagen, keine Panik, keine Panik. Aber verdursten verdurstet man hier doch ganz schön schnell. Oh, die Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, wir werden die Nacht hier gar nicht schaffen. Ach, jetzt haben wir einen Schluck aus unserem Beutel genommen. Und dabei regnet es doch gerade. Ah, da können wir den Beutel... Oh, hoppla. Da können wir den Beutel doch bald hier... Wow, heiß. Ah, heiß, 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 heiß. Das ist aber auch schon lange nicht mehr passiert. Ich wollte, dass es so schnell erwärmt wird. Also den Beutel, den können wir doch dann bald in der nächsten Folge wieder auffüllen. Ja, in der nächsten Folge. Das heißt, diese Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.